Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, was ich noch mache, ist eben... da hoch. Und dann können wir von da aus... ja... bisschen weiter fliegen. Sparen wir uns den ollen Weg wieder. Jetzt muss ich uns gucken hier. Aufs... die Karte schauen. Ja, das haben wir. Also eigentlich ist nur noch das Gebiet hier circa, grob. Also zur hellblauen Markierung. Ah ja. Ich will gar nichts hören, Spiel. War natürlich wichtig, zu wissen, ob hier irgendwo noch ein Croc ist. Kann jetzt schon sein, dass da irgendwo noch einer rumschimmelt. Vielleicht bei dem Haus da? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Hätten wir den Fluss da oder den Teich da auch schon gesehen. Sind wir hier fertig. Das heißt, ich kann meine Markierungen weiter auslegen. Ja, gut. Ich tue das Plateau rauf. Hier irgendwie. Ich habe nicht vergessen, dass wir hier nur rumgeflogen sind. Was schon nice wäre, wenn wir halt das hier noch erkunden. Aber wobei, warte mal, wir müssen auch hier irgendwie rum, ne? Ich würde halt den Wald dann als solches selbst nochmal. Also dann im Nachgang. Oder ich mache auf der Ledermarkierung den Teleport. Ja, das ist auch scheiße. Ja, aber wir können halt zur Not der wieder hingehen. Wobei, ich merke gerade, dass wir eh so weit oben sind. Also können wir eigentlich auch von hier anfangen. Das heißt, wir machen einfach die rote Markierung zuerst und laufen runter. Das ist viel sinnvoller für uns. Oh Gott. Gut, aber ich hätte jetzt auch gerade nicht gedacht, dass der Berg so riesig ist. Vor allem scheint es ja auch nicht wirklich eine Stelle zu geben, wo man mal kurz chillen kann. Oder? Oh, jetzt. Ein bisschen tricksen funktioniert schon. Aber es kann sehr steil sein. Und da nochmal ein bisschen... ach, Link, hör doch auf, wirklich. Aber was für eine dumme Aktion. Ah, wolltest du mich wieder ruinieren? Na, ich will doch keinen. Ja, nee, komm. Leck Arsch, wirklich. Ein Idiot manchmal. Manchmal kommt es echt vor, als ob die. Weiß nicht. Skyrim Berger klimmst. Fast die gleiche Physik haben. Und dann weigert er sich so, keine Ahnung, so 0815 Klettern zu machen. Aber naja, was soll's. Ich hätte einfach eine Rakete nehmen sollen. Ich glaube, damit wäre ich so viel besser unterwegs gewesen. Wobei im Nachgang ist natürlich jetzt hier der... oh, das Croc. Nachgang wäre der... ist der Kartografieturm sowieso besser. So wird's ne, nur Vogel. Naja, klar, sicher. Einmal querfällt ein, oder wie? Das ist ja auch wieder komplett auf der anderen Seite, ne? Sag mal, kann die Markierung sich verziehen? Steht direkt daneben.
So. Wo kommt denn der Rauch her? Interessant. Ist aber auch kein Stein in der Nähe, also. Stein kann es nicht sein. So, welche Materialien brauche ich? Ich brauche die zwei und das da. Ich habe jetzt nur, dass jetzt alle runterfallen. Oh, komm her, Krogi. Hey. Ich mache es schön mit dich. Optimal, let's go. Achso, das ist auch ein Bereich, wo ich gar nicht war. Natürlich. Also es liegt noch nicht mal in der Nähe. Von dahin, wo ich möchte. Naja, gut. Müssen wir mit leben. Manche Crocs sind einfach auch Schweine. Hauptsache irgendwo hin wollen. Naja, ich will nichts hören. Will nichts hören, Spiel. Oh, da ist eine Rumi. Auf der anderen Seite. Können wir dann vielleicht den. Oh. Ich hab was mitgebracht. Danke. Haut rein, Jungs. Lass es nicht zu hart krachen. Oder so. Ja, wobei, Höhle am Bitotal, die haben wir. Jetzt hier lang gehe, dann komme ich auch zu der Höhle. Ja, es wird die Höhle sein. Gut, dann wieder zurück. Nicht zu viel erkunden hier. Also hätte ich wahrscheinlich durchaus machen können. Wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll gewesen, merke ich gerade. Aber, naja, gut. Ich meine, ich will eh, glaube ich, von da oben dann runter. Also von hier. Da kann ich dann auch das ein oder andere noch machen. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwie ein Krok unterwegs ist. Hoffe ich natürlich. Ich kann mich natürlich auch hier komplett irren. So, dann ist hier wieder einer drauf. Aber. Ich meine, der Krok war ja hier, glaube ich, schon irgendwo in der Nähe. Ich glaube, der war hier. War der hier? Wollte dann rüber. Also. Weiß ich nicht. Weil ich natürlich das nochmal anschauen könnte. Bevor wir hier weitermachen. Dann gehe ich mal hinter mir nochmal schon auf den. Oh. Oh, das muss ich nochmal machen. Ach, Mensch. Ach, den hatten wir noch gar nicht? Okay. Ja, ich wusste das. Also, ich habe den. Den haben wir ja gerade gesehen, als wir hier lange laufen sind. Oder sogar geflogen. Ist so, weiß ich schon gar nicht mehr. Hier sind auf jeden Fall sehr viele von diesen. Steinbäumen, Crocs. Ey, 370. Also wird es Zeit, dass wir eigentlich mal Maronus kriegen. Mit 370, könnte ich mir schon einige neue Taschen machen. Wäre zumindest sehr schön. Das ist auch so weird, ne, dieses Plateau. So riesig. Da soll nichts sein. Glaubt man fast gar nicht. Aber. It's real. Ja, sagt schon mal uns. Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, uns den Bereich da unten anzuschauen. Ich meine, Intruder, der uns mir wieder chased. Los! Tulin. Gib ihm. Ach, das ist die Monsterwehr. Also nicht die Monsterwehr, aber das Monsterlager. Das macht natürlich halt einiges. Sag mal, habe ich das Ding eigentlich da hinten schon? Und wo ist es überhaupt? Es muss ja komplett auf der anderen Seite sein. Also hier. Wahrscheinlich da. Also wir können es mal rausfinden. Ich kann einfach mal hier
genau auf der anderen Seite. Krass. Interessant. Haben wir unser vorletztes Geoglyphe dann. Dann fehlt quasi nur noch eine. Das ist nicht schlecht. Ja, dann gehen wir direkt zum Monster. Zum Riesenmonsterlager. Machen gleich hier einen Luftangriff. Einen Late Night Assault Attempt. Sind der Schatten, der die Nacht durchflattert. Dark Queen, Dark. Keiner hat was gemerkt. Oh. Nevermind. Seine Kumpels geweckt. Scheiße. Jetzt kommt er. Jetzt kommt das Schlimmste hier. Also, die sind halt so verloren. Und wenn die Keule nicht scheppert, dann weiß ich auch nicht. Was ist denn der Große? Ah, oh, da ist der Große, Ingo. Komm mal her, Ringo. Ja, tötet euch zusammen zur Not. Ich meine, der Schaden ist schon ordentlich, ne? Also, wenn den Leuten da wirklich so mit 100 Schaden einfach einen reinprügelst, ist geil. Fühlt sich gut an. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Auf der Overworld, weil ich meine, das Meer erstmal verschwindet nach einer kurzen Zeit wieder. Aber ich bleibe dabei, die Waffen sind halt wirklich eigentlich nicht gut. Ist auch gerade mehr Jux, weil, naja, was soll ich sonst mit der Waffe machen? Eichenholzprügel. Ich weiß nicht, ob ich den so brauche. Bin ich ehrlich. Machen wir es nochmal so, Datenschwert weg. So. Heilen wir den mal zum 300. Mal. Oh. Ich hab doch gewusst. Ich hab doch einfach gewusst, dass du mich rennen würdest. Wieder und wieder bin ich dir wahrlich zu Dank verpflichtet. Weißt du, was ich... weißt du was? Weißt du? Nee, keine Ahnung. Weißt du was? Ich habe einen genialen Plan. Dank deiner Hilfe kann ich mich ganz der Erforschung des Blutmondes widmen, ohne dass ich dabei Angst haben müsste. Natürlich hast du mich bis jetzt jedes Mal aus den Fängen dieser fürchterlichen Monster befreit, oder? Ach so, und jetzt denkt er sich so, ach ja, komm, weißt du was? Jetzt lass ich mich einfach noch mehr catchen. Weil du rettest mich ja. So funktioniert es nicht, Opi. Mit deiner Unterstützung könnte ich meine Leidenschaft für diesen Blutmond, bluten, roten Vollmond, sogar in Vollzeit fronen. Ja, ganz genau. Ich kann jetzt nicht aufhören. Meine Suche geht weiter. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich alle Geheimnisse des Blutmondes gelüftet habe. Und aus diesem Grund bitte ich dich inständig darauf, dass auch du nicht aufhörst, mich zu retten. Ich würde mich dafür gerne bei dir bedanken. Ohne dich wäre meine Forschung ein Ding der Unmöglichkeit. Also los, keine falsche Bescheidenheit, bitte nimm hier das. Während du ganz mit der Rettung beschäftigt warst, fiel mir dieses wunderschöne Juwel in die Augen. In die Hände. Augen, egal. Eigentlich sollte es mir als Glücksbringer dienen. Aber ich finde, bei dir ist es viel besser aufgehoben. Heute haben wir Neumond. Uhuhu. Der neue Mond zeigt sich nun zögerlich. Aber gar schüchtern ist. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe ja noch Wichtigeres zu tun. Ich muss mich wieder von Monstern in die Fänge nehmen lassen und warten darauf, dass du mich rettest. Danke. Arsch. Zumal die Liebsten, weißt du, die sich da schon mit Absicht.
catchen lassen. Vorwiegend, ach ja, der rettet mich schon. Ist doch kein Problem, Mensch. Cool. Was eine Drecksau. So, haben wir her den ganzen Loot. Ach, guck mal, wir haben den Krog auch vergessen. Der ist ja wieder oben. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Der ist ja da oben drauf. So, da ist er wieder. Okay. Next Step. Ja, wir sollten auf jeden Fall hier so ein paar andere Stellen noch zusätzlich erkunden. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich jetzt zur blauen gehe. Aber es macht irgendwie gar keinen Sinn. Also, es würde schon irgendwo Sinn machen. Aber ich sollte mal schauen, dass ich hier die... Tag. Keine Ahnung, was er hatte. Wandertag wahrscheinlich oder Urlaub. Doch, da meine ich, dass sie alle schon fertig sind. Och Mann, ey, das kann doch nicht sein. Jedes Mal, ich will was erkunden und dann kommt sowas. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Gar nicht, ne? Danke, Spiel. Ey, ich muss... Ich brauche mehr von Kletus. Die muss mir mehr als von ihrem Zeug geben. Und wir haben doch hier die Rutschmedizin. Weißt du, da benutze ich die doch immer. Naja, so geil ist die nun auch nicht. Wenn ich trotz Springen immer noch wegrutsche. Aber vielleicht kann ich ja jetzt nochmal klettern, ohne dass ich runterfalle. Okay. Hat sich zum Glück überhaupt nicht gelohnt. Denn hier ist gar nichts drauf. Chillig. Cool. Danke, Spiel. Für absolut nichts. So. Oh, den beiden, die wussten nicht, was ihnen geschieht. Tja. Was soll ich sagen? Das Leben ist halt manchmal auch einfach grausam. Und in dem Fall war es Link. Na, der Moblin hat wahrscheinlich gedacht. Der Bocken. Hat sich wahrscheinlich gedacht. Ach Mensch, guck mal, eine Spritztour. Ich kann mich schön entspannen. Werd von A nach B geflogen. Und dann kommt Link. Und ballert einfach beide vom Himmel. Na, ich meine, Link ist eiskalt, ne? Was willst du auch machen? Der kriegt einfach nicht die Ladies. Na, mein Zelda hat sich in einen Drachen verwandelt. Hat wahrscheinlich keinen Bock auf Link, seine vergeblichen Flirt-Attempts. Und sie dachte, komm, werd lieber ein Drache, bevor ich mir weiterhin den Spaß da antun muss. Ist einfach... Ja. Link ist vielleicht einfach ein gebrochener Ritter. Der nur eine Prinzessin braucht oder so, die er beschützen kann. So. Oh, mein Stein hier. Na komm. Ey. Also manchmal ist der Arm auch wirklich lächerlich teilweise. Ich stehe 5 Meter daneben und trotzdem kriege ich es nicht. Teilweise kann ich dann manchmal die Sachen einfach, weiß nicht, aus einem 3 Meter Wasser rausziehen. Weiß, der Vergleich hing jetzt ein bisschen, aber es geht ums Prinzip. Kann doch nicht sein. So. Genau. Habe ich eigentlich... Warte mal.
Guck mal, wir haben noch gar nicht markiert. Mann, Mann, Mann. Schleifen wir hier mit unserer Arbeit. Okay, haben wir auch. Sehr gut. Okay, wir haben alle Markierungen. Das heißt, wir können jetzt hier fix nochmal lang. Ja, doch. Mhm. Und danach fangen wir dann hier unten an. Also, ja. Ein bisschen im Wald können wir uns dann auch noch umschauen. Bin gespannt, was wir alles haben. Ich brauche echt mal wieder Sportmedizin, ne? Soll ich echt für den nächsten Stream mal wieder vorbereiten. Ansonsten, weiß ich nicht, artet es wieder aus. Ich komme jetzt schon kaum von A nach B. Na gut. Haben wir denn da oben? Haben wir einen Krog da oben? Ja, nein, vielleicht. Nö. Aber ist doch normal, ne? Als ob wir hier irgendwelche Krogs haben. Aber da ist einer, oder? Nee. Aber eine Truhe. Die ich gerne nehme. Ja. Eine große Synanium-Energiesphäre. Die nehme ich auch gerne. Sag mal, fällt mir jetzt gerade richtig auf, dass das der einzige normale Baum ist? Warte mal. Nee, okay. Sah halt so fehlplatziert aus, aber da unten ist auch noch mal einer. Hätte ich gedacht, dass da einfach ein Faker ist. Warum ist hier überhaupt irgendwas? Warum sind hier Steine? So. Steinplatten. Als ob man irgendwas Wichtiges bauen kann. Also vielleicht kann man es auch. Aber vielleicht ist es auch nur die Idee gewesen, dass man da wieder hochkommt. Okay, hier unten geht's. Okay, hier soll irgendwas sein. Dann ist hier irgendwo eine Höhle. Ganz klar. Die Frage, wo ist der Eingang? Open the door! Oh, ey, bash through your window. Ich glaube, das hebe ich mir auf. Gut, dann gehen wir wieder zurück und starten unsere Erkundung im unteren Bereich. In dem Waldbereich, der halt relativ riesig ist. Also da ist schon was ordentlich zu erkunden. Bin mal gespannt, was wir da finden. Und ob wir was finden. Also, finden bestimmt. Aber was? Oh, aha. Haben wir den Kroggy. Okay, warte mal. Ach komm, halt auf. Nice. Haben wir irgendwie noch geschafft. Ach stimmt, ich habe mich ja... Ich habe mich irgendwie komplett verwirrt. Ich dachte, hier wäre der ja... der See gewesen. Aber der ist ja hier schon. Stimmt. Na ja, guck mal, da können wir ja... das letzte Item abgeben. Hm... Okay, und wo ist es? Na, wo ist er? Da ist er. Oh, beiseite.
Achso, ich hab's einfach wieder. Jetzt. Hätten wir. Dank dir, Orecke, konnte ich der Muttergöttinnenstatue meine Kraft senden. Lass mich dir einen verdienten Lohn für deine Treue und Hilfsbereitschaft gewähren. Jetzt will ich gerade, was kriegen wir? Topaz, ne? Ja. Nur dank deiner Hilfe konnten wir der Muttergöttinnenstatue unsere Kraft senden und dir wieder Leben schenken. Bitte begib dich in die tiefe Schlucht und triff vor der Göttinnen, vor der Statue der Muttergöttin, die dort deine harrt. Ja, hätten wir das erledigt. Jetzt geht's quasi nur noch darum, mit der Muttergöttinnenstatue zu quatschen. Wenn es soweit ist. Oh Gott. Was bringt mir eigentlich der... Ja gut, der Anzug bringt wahrscheinlich gar nichts, ne? Es wäre natürlich super, wenn ich hier irgendwo nochmal... Also am besten wäre es natürlich, wenn ich das letzte... Item von dem Isolierzeug, weil dann, kann der Blitz da meinetwegen so oft einschlagen, wie er lustig ist. Aber ich werde wahrscheinlich hier ordentlich auf den Sack kriegen. Wenn ich nichts dagegen tue. Da muss ich mal kurz gucken hier. Das ist der einzige normale Bogen, den ich benutzen kann. Leider. Wie sieht's mit den Waffen aus? Na, ist auch alles scheiße. Aber zumindest kann man die Sonau-Sachen benutzen. Das ist ja schon mal etwas. Okay, jetzt muss ich erstmal mir so einen Überblick verschaffen, was überhaupt hier Sache ist. Ja, jetzt muss man die Bereiche ein bisschen durchforsten. Es scheint ja hier so ein bisschen eine Ruine zu sein. Irgendwas in der Richtung, ne? Also zumindest ein sehr zerstörter Bereich. Mit sehr vielen tropischen Elementen. Mit ganzen Palmen dazwischen. Ja gut, hier ist sonst nichts, oder? Nee. Ist das? Nee. Hä? Nichts von Bedeutung. Oh, warte mal. Oh, das sehe ich gerade jetzt erst. Das ist ja cool. Das ist quasi so ein... Ich hab mich doch ein bisschen erschrocken, tatsächlich. Ich glaube, es ist einfach ein Jäger aus der Ecke ploppt. Weil ich gerade sagen, dass hier, dass es halt so ein cooler Drache ist. Was ich eigentlich echt nice finde. Vor allem, weil hier noch so eine Clown sind. Vielleicht haben die irgendwas zu bedeuten. So, dass du da vielleicht irgendwo reinkommst. Generell könnte man fast denken, dass man hier irgendwo rein kann. Und da hast du quasi so einen, keine Ahnung, so eine große unterirdische Höhle. Aber vielleicht bilde ich es mal einfach nur ein und in Wirklichkeit ist einfach gar nichts. Aber hier muss was sein. Das sieht so verdächtig aus, alles. Vielleicht nicht hier am Anfang, weil da halt... die Segenstatue war. Aber hier muss irgendwas sein. Hilfe. Kriegt da nur der Blitz ein hier. Oh, nochmal ein paar Sportlotus. 4 Stück an der Zahl. Gimmi, gimmi. Ich weiß nicht, ich will irgendwie auch mal... So, hier ein bisschen hoch, aber... Ich glaube, so einfach wird das nicht.
Meine ich zumindest. Und Radar soll ja irgendwo ein Schatz sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Bin ich ehrlich. Es sei denn, dass es dann irgendwie hier eine Höhle ist, aber... Da... Hm. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich wieder irgendein Monsterlager ist, oder? So Sounds hier. Wir hatten den Affen hier rausgelassen. So, kein Zoo mit dir. Kriegst du schon ein bisschen ein paar Psychosen, ne? Stell mal vor, du... Du hörst sowas am Abend. Irgendwo mitten im Dschungel. Unter mir. Okay, hier soll ein Schatz sein. Grob. Das heißt aber auch, dass hier irgendwo ein Höhleneingang oder irgendein Eingang sein muss, wo eine Höhle ist. Hm. Ist jetzt aber noch nichts. Oder ich übersehe hier alles. Das kann auch durchaus sein. Ist die Dinger, die ich nicht brauche? Nö. Nö. Wo ist... Hier liegt halt so ein leichter Nebel in der Luft und der... Der raubt einem so ein bisschen die Sicht, muss ich sagen. Ich sehe halt auch nur bedingt was. Hm. Ja, wo... Könnte jetzt hier so ein Eingang sein. Das ist ganz schön tief. Ich glaube, dass es so tief runter geht. Wo ist er? Mach's nur im Wasser. Komm mal raus da. Ich kann halt nicht erwischen. Ach, stark. Ey. Oh, schön. Schon mit einem Fangsprung. Das lässt mich gerade nicht in Ruhe, ne? Dass da irgendwo ein Eingang sein müsste. Also irgendwas muss da sein. Eine Höhle. Ein... Keine Ahnung, ein Brunnen. Irgendwas muss es sein. Komm nur noch nicht ganz drauf, was. Hm. Hätte mir mal vorher... Kraft und Sound. Achso. So eine komische Eule. Hm. Ja, das sieht mal besonders aus. Schauen wir mal. Also muss ich die zwei Kollegen loswerden. Ja, stark. Hm, jetzt den da. Oh, Tag auch, Jungs. Lass doch nicht stören. Nice. Richtig eine Goldgrube hier. Sollte man sich eigentlich fast mal merken, ne? Den Bereich. Weil das Erz müsste eigentlich immer wiederkommen. Und wenn dem so ist, dann sind da schon ein paar geile Edelsteine drin. Okay,
Okay, hier ist halt eine umgestürzte Statue, eine umgestürzte Figur. Also ich hab, es kann halt auch sein, wenn ich den... Den ba ja, wobei, das Wasser geht halt ganz woanders hin, ne? Überleg, welches Wasser folge, ob ich dann vielleicht irgendwie in eine Höhle reinkomme. Aua. Holy shit. Das war, eine gute Portion Schaden, die ich gerade bekommen habe. Von dem Kollegen. So gut, dass ich mich mal auf die Schnelle entscheide, zu flüchten. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!